Hallo zusammen, in diesem Video gibt es ein bisschen Gameplay aus meinem letzten Twitch-Livestream. Viel Spaß dabei! Der neue Modus Transport auf einer Tatooine-Karte. Wir haben das Ganze ja schon mal auf Sulust und der Soru-Sup-Raffinerie ausprobiert. Da war der Modus wirklich eine Katastrophe, vor allem gegen Ende. Diesmal sind wir in Jabba's irgendwas unterwegs. In Jabba's irgendwas. Und ich habe The Götzler an meiner Seite. Für den es aber auch nicht ganz so rund läuft, komischerweise. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Vielleicht ist er mit Gedanken woanders. Vielleicht belastet ihn der Sternenkrieg auch einfach. Werden wir es jemals erfahren? Naja, das Gefecht gerade eben war voll in Ordnung. Okay, alles klar. Na, wenn The Götzler zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Oh, da ist schon der erste Imperialist. Oh, das sind viele Imperialisten. Viel zu viele. Alle weg. Gut. Commander Solo ist gerade eingetroffen. Oh, Han Solo. Achso, warte, wir müssen uns mal um unseren Transport kümmern, ne? Ach, der fährt ja schon. Der fährt ja schon. Alles klar, er fährt langsam, aber er fährt. Viel mehr kann man von einem Elektromobil auch nicht erwarten. So, guten Tag. Kollege. Vorbei an den huttischen Wasserpfeifen. Tja, am Anfang dieses Modus Transport, ja, ist noch alles relativ entspannt, weil man im Endeffekt wartet, bis die Imperialen zu einem kommen. Am Ende wird es dann richtig nervig, wenn der Transport dann im Endeffekt da ankommen soll, wo die Gegner spawnen. Und das hat zu einigem Frust in unserem letzten... in unserer letzten Runde Transport geführt. So, was ist denn? Warum sind denn hier keine Gegner? Gut, dann gehen wir mal in die Offensive. Haltet das Einsatzziel in Bewegung. So, Kumpel, ich gebe dir Deckung. Der Feind ist hier. Gut. Dich schon wieder aus dem Auge verloren, der Götzler. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Nee, bist du weg? Bist du tot? Ich komme als Leer wieder. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin? Da war gerade das Heldensymbol gelegen. Plötzlich war er weg, du. Da leuchtet irgendwas, aber warum explodiert es nicht? Wahrscheinlich, weil es eine Bewegungsmine ist. Da machen wir lieber mal einen großen Bogen drum. Ah, ich habe ihn auch noch erwischt. Ich hoffe, es war mein Kill. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wie steht's denn? 1:1. Na gut, hätten wir mal lieber nicht nachgeguckt. Treibt einem nur wieder die virtuellen Tränen in die Augen. Ich kann hier Power-Ups legen, ne? Du bist gut. Ich sehe bloß nichts vor lauter Nebel. Ah, da kommen sie. Und alles Dark Troopers, alles Level 50 Spieler. Mit viel, viel Erfahrung. Am Star Wars Battlefront Gamepad. Das sagt gar nichts. Nö, klar, das kann auch bedeuten, dass man einfach viel spielt, ne? So, wir haben uns gegenseitig gekillt. Ich bin stolz auf mich. Transport ist unterwegs. Wo sind sie denn? Das ist eine sehr gute Frage. Hier schießt jemand. Oh, das Tor öffnet sich nach draußen. Oh, da kommen sie von draußen. Alter, drei Stück. Das Truppschild kann man übrigens automatisch öffnen. Auf dem Wagen. Ach so, okay. Habe ich gerade gesehen. Feinde auf 5 Uhr. Das ist doch nicht vorbei.
Ah, und wir haben es wieder gleichzeitig erwischt. Ja, die Taktik geht nun mal nicht auf, Tony Starks. Ich bin mir nicht sicher, ob du das beim letzten Mal auch schon warst, aber ja. Gut. Ein kurzer Appell mal an die Twitch-Zuschauer. Angeblich sind es 9 Stück im Moment. Wenn ihr was hört oder wenn das mit dem Livestream hier gut funktioniert, dann schreibt das doch einfach mal in den Chat rein, weil jetzt seit längerer Zeit keiner mehr was geschrieben hat. Ich möchte nur sicher gehen, dass mein Tablet hier und mein Twitch-Set auch richtig funktionieren. Nicht, dass irgendwas defekt ist und ihr schreibt andauernd und ich antworte nicht. Das wäre auch doof. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr weiterhin da bleibt und Spaß dran habt. Ihr müsst ja nicht unbedingt was schreiben. Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht irgendwie, als wäre der Chat kaputt. Aber es kann ja eigentlich auch nicht sein, ne? Kann ja eigentlich auch nicht sein. Das sind aber alles, ich finde das echt faszinierend. Das sind alles Dark Trooper, ne? So, warte mal, ich habe jetzt Leia. Ich habe jetzt gerade aus Versehen meine Granate an dich geworfen. Super. Ach, von hinten, von hinten! Mit der Schrotflinte. Ja, ich war eh schon ziemlich down. Es war mir schon klar, dass ich gerade gleich sterbe. Ja, immer nicht so klar, dass auf einmal einer hinter uns steht. Haben. Zumindest habe ich meine intelligente Rakete behalten. Oh, was ist das denn? Ein Schiff? Das ist ja toll. Ui. Das ist ja geil. Das schwebt schon mal da hinten auf jeden Fall. Oh, 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 viel zu viele Granaten. Oh, Boba Fett ist da. Boba Fett, Boba Fett. Die haben Geschütz da hinten hingestellt. Wie... Was ich ziemlich cool finde, ist gerade, dass das Schiff da hinten gelandet ist. Also, ja, ja. Ich war mehr mit dem wundervollen Design dieses Levels hier beschäftigt, als mit der Gegnerschar. Aber wir müssen die Fracht wohl jetzt hier zu dem Rebellenschiff hinbringen. Das finde ich ziemlich cool. So, 25, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah. Ja, 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 ja. Des schlechten Schütze ist des frühen Endes. Boba Fett habe ich gerade schon mal gut weggemacht. Was hast du gut weggemacht? Boba Fett. Boba Fett. Guter Mann. Ziemlich gut down. Oh, da kommt noch mal ein. Ja, also gut, er fliegt da. Er ist geflüchtet. Okay, er hat Angst. Ja, ja. Ich weiß, ich habe die Botschaft verstanden. Bleib in deiner Höhle. Komm mir nicht zu nah. Was ist das denn da? Ein Grafikfehler? Nein, eine Pflanze. Ein zartes, tätowinisches Pflänzchen. So, das sieht mir hier schwer nach Podracer-Ersatzteilen aus. Das ist immer wieder schön, wenn der Bildschirm rot auffloppt und man keine Ahnung hat, wo man gerade eigentlich beschossen wird. Ach, Boba Fett steht oben auf dem Schiff drauf. Wir kontrollieren den Transport. Bleibt in seiner Nähe. Und snipert da fröhlich vor sich hin. Oh, das tat richtig weh. Das tat noch wieder weh. Mehr wieder von Monster Cock. Fast ist er weg. Fast ist er weg. So, wollen wir mal einen Blick auf die Statistik werfen? Wir hätten es mal lieber nicht tun sollen. Ei. Warum werde ich eigentlich nicht besser? Naja. Ich bin kein Skillkämpfer. Ich bin ein Kämpfer aus Überzeugung. Für die Rebellion! Oder fürs Imperium, je nachdem, wer gerade besser zahlt. So, mindestens 2 Dark Trooper stehen da oben auf dem Schiff drauf. Mit der Blasterpistole werde ich wahrscheinlich nicht so viel anrichten können. Jetzt kommt einer von hinten. Aber ich kann ihn vielleicht ein bisschen ärgern. Ein bisschen ärgern würde ja schon reichen. Wenn man sich schon Tony Stark nennt, ne? Ja, ne? Das sagt einiges aus. Sterb, Tony Stark. So sieht's aus. Ach komm. Ihr imperialen Sackratten, ihr.
So, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich hier gesagt habe, schreibt mal was in den Chat rein, damit ich sehe, ob er funktioniert. Ja gut, wenn er nicht funktionieren sollte, dann kann ich ihn ja auch nicht sehen, ne? Macht Sinn, oder? Hm. Naja. Bringt mal bitte einer Boba Fett um, da steht er immer noch oben drauf. Ohne Scheiß. Ah, 10% Energie, das sieht nicht gut aus. Ich habe leider auch keine Distanzwaffe, das ist natürlich echt doof. Greedo ist auch noch da, die haben zwei. Was? Oder haben die einfach nur einen Stormtrooper, der halt den Alien-Kopf hat? Nein, nein, nein. Es ist auch, wenn du auf die Statistik schaust, siehst du zweimal das Schurkensymbol. Tatsächlich, das ist ja krass. Okay, dieser neue Modus Transport entwickelt sich tatsächlich zu so einem kleinen Nervmodus, ne? Einsatzziel ist unterwegs. So, könnt ihr jetzt mal einer die Maschine aktivieren? Ach, habt ihr schon, alles klar. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Tatsächlich, da ist sogar Rot auf dem Radar, du hast recht. Danke für den Tipp. Das hat nämlich keiner bemerkt. Oh, geil! Wir haben es geschafft. Sehr schön. Das ist ja cool. Ja, da konnten sie es ja auch nicht so wirklich eincampen jetzt, finde ich. Ja, vielleicht hätte es beim letzten Versuch auch einfach gereicht, das Ding nochmal zu aktivieren, dass es nochmal ein Stückchen weiterfährt, weißt du? Hm. Aber das haben wir ja nicht gebacken gekriegt. Na gut, okay. Dann wollen wir jetzt den Modus mal nicht so schlecht reden. Das war jetzt sogar ganz okay. Nee, also in dem Level hat er mir auch besser gefallen, eindeutig. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage, und würde mich umso mehr freuen, wenn ihr dann in einem der nächsten Videos oder auch Livestreams mit dabei seid. Hat euch das Video gefallen, freue ich mich natürlich immer über ein Däumchen nach oben und über Kommentare unter dem Video, die ich natürlich wie gewohnt auch beantworten werde. Wollt ihr mal bei einem meiner oder unserer Livestreams live dabei sein, dann guckt doch einfach mal vorbei unter twitch.tv/macrulf und folgt dem Stream, dann kriegt ihr immer mit, wenn ich einen Stream starte. Im Moment versuche ich einmal in der Woche einen festen Stream einzuplanen, den ich dann auch ein paar Tage vorher hier auf MacRulf Gaming auf meinem YouTube-Kanal dann eben auch ankündige. Und wenn ich ganz viel Zeit und Lust habe, es mangelt mehr an Zeit als an Lust, dann kommt auch mal der ein oder andere Stream vielleicht zusätzlich in der Woche. Ansonsten mangelt es einfach an der nötigen Luft im Kalender. Ich freue mich trotzdem, dass ihr dann immer wieder mit dabei seid, egal ob auf YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und Co. Und möchte mich dann an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ausdrücklichst bei euch da draußen bedanken. Ihr seid die Community, ihr haltet diesen Kanal hier am Leben. Ja. Verabschiede ich mich für heute. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.